Ja, hallo zusammen. Aus der Reihe Malen wie die großen Künstler habe ich mir heute mal den Miro ausgesucht, in der Hoffnung, dass das Bild einfach zu realisieren ist. Ja, Miro, ein spanischer Künstler, der von 1893 bis 1983 gelebt hat. Und ja, vielleicht wisst ihr ja, deutsches Urheberrecht. Bilder darf man erst verwenden, wenn der Künstler 75 Jahre tot ist. Das ist er nun offensichtlich nicht. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, einen selbst gemalten Miro heute vorzuführen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gelingt. Wir schauen einfach mal. Ja, viele werfen ja Miro vor, dass er sehr kindlich malen würde. Aber tatsächlich habe ich mich ein bisschen informiert, waren seine Bilder sehr wohl geplant. Also selbst so vermeintlich einfache Bilder wie die hier hat er also geplant und hat Vorentwürfe gemacht. Und ich habe das gleich jetzt mal für mein Bild auch gemacht. Ihr seht, also das sind insgesamt jetzt schon vier Entwürfe, die ich hatte. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in Wirklichkeit dann auch schön aussieht. Und wenn man sich das Bild mal genauer anschaut, dann findet man einige Elemente da drin, die ihn halt sein Leben lang, zumindest so realistisch gemalt hat, fasziniert haben. Und er hat nämlich, Zitat gesagt, es gibt drei Formen, die mich ständig verfolgen: ein roter Kreis, der Mond und ein Stern. Und das sieht man halt hier. Hier ist der Stern, hier ist der rote Kreis, den Mond vermisse ich, den hat er jetzt hier nicht drin. Und die hat relativ oft Frauenfiguren drin. Dann sagt er, wo ist die denn hier? Ja, wenn er mal genau schaut, da ist ein Kopf, zwei Augen, Haare, Ohrringe, hier ist ein Kleid, hier sind die Beine. Und hier, wenn er genau hinschaut, dann sieht er vielleicht, es könnte ein Hund sein. Ja? Die Ohren, hier, so, hier ist der Körper, hier sind die Beine. Ne? Was das ist, weiß ich nicht, und das auch. Das hat er sich aber bestimmt auch was dabei gedacht. Ne? Und was halt an Miro vielleicht ein bisschen faszinierend ist, auch für uns normale Menschen, ist, dass er halt sehr gegen den Kunstbetrieb gewesen ist, gegen dieses Kaufen und Kunst als Wertgegenstand und als Wertanlage zu sehen. Hat also zum Schluss seine Bilder zum Teil abgefackelt mit einem Lötkolben, um zu sagen, ey, spät, ich habe ein Bild gemalt, jetzt habe ich es kaputt gemacht, das ist nichts mehr wert. Ne? Und wenn ihr mal gucken wollt, was seine Bilder aktuell wert sind, ich habe unten in der Kommentarleiste einen Link zu einer Galerie in Wien reingesetzt, wo ihr das mal sehen könnt. Also es ist echt, er hat es leider nicht geschafft, seine Bilder sind halt weiterhin sehr viel wert. Okay, er hat sehr viel mit reinen Farben gearbeitet, also zum Schluss hin, als er halt so seinen Stil dann hatte. Ich habe jetzt hier mal Phthalo-Blau, Cölin-Blau, Orange und wie heißt es, Zinnoberrot und ein bisschen Weiß. Hier brauche ich wahrscheinlich relativ wenig Weiß. Nee, doch für den Hintergrund, genau. Also ich glaube, dass das halt ein Motiv ist, das die allerwenigsten von euch ansprechen wird. Ich bitte da ein bisschen um Entschuldigung, aber es ist halt im Moment bei mir so, dass ich verdammt wenig Zeit habe und ich wollte halt einfach heute ein Video hochladen und dann habe ich halt so einen Kompromiss geschlossen. Da ist der Hintergrund ein bisschen zu dunkel. Ich nehme ein feuchtes Tuch, praktisch wie bei der Imprimatur, und wische einen Teil der Farbe wieder ab und helle es damit auf und habe jetzt wirklich nur so einen ganz sanften, hellen Hintergrund. Okay, dann, wo ist mein Entwurf, mein großartiger? So. Ja, jetzt habe ich schon mal einen Fehler gemacht, weil ich hätte jetzt eigentlich hier Platz lassen müssen für die rote Sonne, die ich hier mit hinmalen wollte. Skizziere ich mir jetzt einfach nochmal ganz, also ich mache jetzt mal eine kurze Skizze. Okay, ich habe mir bei der ganzen Sache jetzt schon was gedacht. Also nicht, dass ihr denkt, ich würde es jetzt einfach nur so malen. Ich habe jetzt versucht, halt alle Elemente, die er so geliebt hat, halt hier in das Bild halt mit einzubauen. Ne? Das heißt, den roten Kreis, den hätte ich dann hier. Und da werde ich den hier unterbrechen. Hat es dem Miro vielleicht nicht gefallen, aber ich mache das jetzt einfach mal.
Das Schöne ist, also hat halt versucht, so dieses kindliche Malen schon nachzuempfinden, aber dann halt mit einer eigenen Bildsprache. Von daher muss ich mir jetzt keine Mühe geben, dass ich zum Beispiel hier einen perfekten Kreis mache. Und für diese runden Formen nimmt er halt am besten einen Katzenzungenpinsel, ne? Weil er den da die Form am besten nachfahren könnte. So, dann, das soll jetzt der rote Kreis sein. Das hier ist ein Halbmond, ein stilisierter praktisch, ne, dieses Komma. Wenn er mal darauf achtet, wenn er seine Bilder mal anschaut, dann findet er das auch relativ oft. Bisher sieht es so aus, als wenn das Bild schnell fertig werden würde. Ja, und das nächste wäre dann halt der Stern. Und die sind bei ihm überall zu finden, also nicht unbedingt jetzt hier am Himmel. Von daher mache ich den jetzt einfach mal hier hin. Könnt ihr theoretisch auch mit einem einfach mit einem Stift machen. Und das nächste ist halt, der hat häufig an den Enden halt dann auch wieder so Kreise an diesen Strukturen. Ne? Und hier ist so ein, ja, das verrate ich euch gleich, was das ist. Ja, ist gar nicht so einfach mit so einem Pinsel so einen geraden Strich zu machen. Also ich hätte besser meinen Stift genommen. Der Bogen hier, der gefällt mir heute jetzt nicht. Das sollte eigentlich ein richtig schöner Bogen werden. Naja, egal. Da kommt jetzt halt so seine typische, wie er so Gesichter halt gemalt hat, ne? Die zwei Augen als Kreis und eine Nase als Haken. Und dann häufig halt oben drei Haare. Da haben wir jetzt eigentlich schon alle Bildelemente von einem guten Miro drin. Ne? Und ich habe halt, weil ich es nicht lassen kann, ich bin ja gegenständlicher Maler und kein Surrealist, obwohl die Surrealisten natürlich auch gegenständlich gemalt haben. Zum Teil. So, ich habe mich ein bisschen von meiner Vorlage abgelöst, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich denke, ich werde halt, wenn das Acryl trocken ist, alle Linien nochmal mit einem schwarzen Stift nachmalen, weil dann einfach viel sauberer ist. So, jetzt habe ich ja viel zu viel Farbe und die brauche ich gar nicht. Also, schon. Ich glaube, ich nehme das Kylinblau. Oh ja, das sieht nett aus. Es hat halt auch häufig, dass er die Farben halt, Quatsch, die Farben, dass er die Form halt bricht. Ne, das hat sondern durch die Form halt so. Das mache ich hier, glaube ich, ein anderes Blau. Dann habe ich wenigstens alle Farben mal verwendet. So, Orange haben wir noch nicht. So, das können wir auch noch hernehmen. So. So, das ist jetzt mein kleiner Miro. Und jetzt erkläre ich nochmal kurz, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe natürlich jetzt die Grundelemente drin. Ich habe seinen roten Kreis drin, den ich aber jetzt ein bisschen aufgemuntert habe, indem ich halt hier noch Kylinblau dazu gemischt habe. Wobei ich mir echt überlege, ob ich das nicht ein bisschen heller mache. Und vielleicht sieht es auch besser aus, wenn der rote Kreis eher orange ist, weil dann habe ich die Komplementärfarben. Das sieht jetzt toll aus. Ne? Ja, ich denke, das sieht ja ganz nett aus. Ne? Geht glatt fast als Miro durch, wenn es halt jetzt ein bisschen perfektionistischer wäre, weil wenn man seine Bilder anschaut, dann ist wirklich jede Linie, da ist kein Fehler dran. Der hat die absolut perfekt gemalt. Ne? Der hat die nicht mit dem Stift gemacht. Also theoretisch könnte ich das zum Beispiel mit dem Kohlestift nur arbeiten oder eben mit einem Filzer. Ich habe hier zwar einen, aber der ist halt einfach zu dünn. Ne? Da bin ich Jahre beschäftigt damit. Ja? Also es ist ein bisschen doof.
Und ich erkläre jetzt einfach nochmal kurz, was ich mir bei dem Bild halt gedacht habe. Also das Erste ist, dass ich halt alle Lieblingselemente von mir rot drin habe. Ich habe den roten Kreis drin, den habe ich aber auch gebrochen, das hat er auch immer wieder mal gemacht. Ich habe den Stern drin und ich habe diesen Halbmond drin. Dann habe ich hier eine stilisierte weibliche Figur, weil er halt immer nur Frauen gemalt hat. Und was ich als gegenständlicher Maler jetzt noch gemacht habe, ich habe ihm hier einen Schatten verpasst. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ja, und das letzte Element, also das hier, was hier so hoch geht, das soll halt ein Baum sein. Ne? Und vielleicht nicht, dass irgendwie Frau unterm Baum. So, also, ich hoffe, dass ich euch damit eine kleine Anregung geben konnte. Wenn ihr selber noch Ideen habt, welche großen Künstler ich vielleicht mal nachmalen soll, dann schreibt es jetzt einfach unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, dass ich nächste Woche, also nee, nächste Woche habe ich definitiv mehr Zeit. Da gibt es dann auch wieder ein etwas anspruchsvolleres Bild. Und ja, vielleicht wollt ihr das nachmalen, aber ich denke mal, es ist eher so, dass das als Anregung für euch zu verstehen ist, dass er einen eigenen Miro macht. Jetzt wisst ihr ja, wie der funktioniert, wie er sich das alles gedacht hat. Okay, also viel Spaß beim Selbermalen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.